So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Webinar Einblick in die Implementierung eines ISMS nach ISO 27001. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen darlegen, wie man Informationssicherheit in einem Unternehmen etabliert, wie man ein sogenanntes Informationssicherheitsmanagementsystem aufbaut, also quasi die Langform von ISMS, und damit die IT- und Informationssicherheit quasi ganzheitlich in alle Prozesse bringt. Und zwar das Ganze nach dem internationalen Standard ISO 27001, der quasi der Standard für die Informationssicherheit ist. Kurz was zu meiner Person. Mein Name ist Maximilian Müller. Ich bin Security Consultant bei der USD AG, bin schon seit circa 2 Jahren hier für das Unternehmen tätig und konnte die ISO 27001 schon in diversen Unternehmen erfolgreich anwenden. Sie brauchen während des Webinars nichts mitschreiben. Sie bekommen die Mitschrift morgen ganz einfach per E-Mail als PDF zugeschickt. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben sollten, können Sie diese gerne in den Chat schreiben. Diese werde ich dann ganz am Ende des Webinars quasi gesammelt nach und nach beantworten. Also, am Anfang werde ich so ein bisschen eine kurze Einführung geben. Was ist die ISO 27001? Also, was ist diese Norm? Was ist ein Informationssicherheitsmanagementsystem? Und anschließend werde ich auf die verschiedenen Punkte der ISO 27001 eingehen. Das heißt also Kontextorganisation, wo sind die Grenzen eines ISMS? Wo sollte man sie sich setzen? Welche Verantwortung hat das Management in einem solchen ISMS? Welche unterstützenden Prozesse gibt es, beziehungsweise also welche Dinge sollten unterstützend getan werden, um ein ISMS quasi zu erhalten? Dann natürlich auch der Hauptpunkt, nämlich die Planung eines ISMS und der Betrieb eines solchen. Dann dort zentral ist vor allem das Risikomanagement ein Punkt. Und natürlich am Schluss auch die Bewertung eines ISMS, denn Sie wollen ja auch überprüfen, ob es auch die Ziele erreicht hat. Und auch die kontinuierliche Verbesserung, um dafür zu sorgen, dass es halt immer wieder etwas besser wird. Also, wieso sollten Sie überhaupt ein ISMS aufbauen? Beziehungsweise warum sollten Sie sich überhaupt nach dieser Norm richten? Da gibt es verschiedene Punkte, die Sie haben könnten. Beispielsweise, Sie haben es sich selbst auferlegt. Das heißt, Sie haben selber gesagt, Sie wollen die Informationssicherheit bei Ihnen im Unternehmen etablieren und wollen sich halt entsprechend nach dieser Norm richten. Es kann natürlich auch sein, dass es in irgendeiner Weise von der Kundenseite gefordert ist. Das heißt, irgendwelche Ihrer Kunden sagen Ihnen, sie wollen nur mit Providern quasi zusammenarbeiten, die auch zertifiziert sind oder die zumindest bestimmte Mindeststandards erfüllen. Oder es kann natürlich auch sein, dass das Ganze durch den Gesetzgeber gefordert ist. Beispielsweise das IT-Sicherheitsgesetz erfordert ein ISMS, nicht unbedingt nach der ISO 27001, aber beispielsweise durch den BSI-Grundschutz. So, was ist jetzt überhaupt diese ominöse Norm? Also das Ganze, die ISO 27 oder in Langform die ISO IEC 27001 in der Version 2013 ist ein internationaler Standard und beschreibt im Großen und Ganzen den Aufbau eines Managementsystems. Und das primäre Ziel dieses Managementsystems ist es, die Informationssicherheit einzurichten, umzusetzen, aufrechtzuerhalten und stetig zu verbessern. Das heißt, mit Hilfe dieses Managementsystems soll die Informationssicherheit von all ihren Mitarbeitern quasi im Unternehmen gelebt werden. Sie sollen in all ihren Prozessen in irgendeiner Weise berücksichtigt werden. Und soll quasi allgegenwärtig sein und regelmäßig verbessert werden. So, die ISO 27001 ist auch nur ein Standard einer längeren Reihe, nämlich der ISO 27000er-Reihe. Das ist eine ganze Reihe ja von diversen Standards, die sich alle in irgendeiner Weise mit Informationssicherheit beschäftigen. Es gibt insgesamt über 20 einzelne Standards. Unter anderem gibt es zum Beispiel einen Standard Richtung Risikomanagement. Da geht es dann halt hauptsächlich um Risikomanagement in Richtung Informations- und IT-Sicherheit. Es gibt auch Standards Richtung besondere Branchen, das heißt also Informationssicherheit im Gesundheitssektor oder bei Energieversorgern. Es gibt auch Normen, die sich gerade mit IT- und Informationssicherheit in der Cloud beschäftigen.
Und die, ich sag mal, zentrale Norm, beziehungsweise die Norm, nach der man sich auch zertifizieren kann, ist dann tatsächlich die ISO 27001, die halt den Aufbau eines ISMS beschreibt. So, wir hatten jetzt schon häufiger den Begriff Informationssicherheitsmanagementsystem. Den nehmen wir mal quasi einmal auseinander. Wir kümmern uns erstmal um den zweiten Teil, nämlich was ist überhaupt ein Managementsystem? Letztlich sind das einfach miteinander verbundene und abgestimmte Aufgaben und Pflichten, um ja systematisch Ziele einer Organisation zu erreichen. Das heißt, man möchte quasi Prozesse etablieren, man möchte Aufgaben etablieren, die untereinander abgestimmt sind und die dafür gemacht sind, um den Geschäftszweck des Unternehmens quasi zu erreichen. Ein solches Managementsystem besteht einmal natürlich aus der Führung durch das Management. Das heißt also, es muss irgendeine Verantwortung von entsprechenden Führungskräften geben, die dieses Management-System erhalten und aufrecht behalten. Es gibt normalerweise auch Steuermechanismen, das heißt also irgendwelche Mechanismen, um dafür zu sorgen, dass die Prozesse ja, gesteuert werden, ganz einfach. Und natürlich auch am Ende kontrolliert werden, damit Sie quasi überprüfen können, ob Ihr Managementsystem denn überhaupt das Ziel erreicht hat. Das heißt, Sie haben das Ganze etabliert und am Ende wollen Sie natürlich herausfinden, hat das etwas gebracht, hat das dafür gesorgt, dass sich Dinge erleichtert haben, dass die Ziele des Unternehmens besser erreicht wurden. Es gibt da neben der ISO 27001 noch diverse andere Managementsysteme, beispielsweise die ISO 9001 Richtung Qualitätsmanagement, haben Sie vielleicht schon mal was von gehört, oder auch die ISO für Umweltmanagement, für ein Umweltmanagementsystem oder für ein IT-Service-Management. Ziel all dieser Normen ist es letztendlich immer, Prozesse zu etablieren, um quasi die Ziele eines Unternehmens systematisch zu erreichen und um das Ganze etwas zu formalisieren. Welche Prozesse das bei der ISO 27001 sind, das sehen wir später. Sollten Sie ein solches Managementsystem bereits in Ihrem Unternehmen haben, ist es natürlich eine gute Basis, darauf aufbauend ein ISMS zu etablieren, weil Sie können viele Prozesse und viele Mechanismen trotzdem dort weiter verwenden und müssen, dann kommt nicht alles sozusagen on top drauf. So, also der zweite Teil wurde geklärt. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Informationssicherheit? Beziehungsweise speziell in der ISO 27001. Also eine Information ist ein sogenanntes Asset, auch auf Deutsch Wert genannt, welches von großer Bedeutung für das Unternehmen ist, wobei die Art des Assets erstmal unabhängig ist. Das heißt, das Unternehmen hat irgendwelche Werte, die sehr wichtig sind, um den Geschäftszweck zu erreichen. Das heißt, das kann Hardware sein, das kann Software sein. Es können Dienstleister sein, es können auch Prozesse sein oder Anwendungen, was auch immer. Auch theoretisch natürlich die Mitarbeiter sind ja auch entsprechend Werte. All das quasi, was notwendig ist, um das Ziel des Unternehmens zu erreichen. So, und Informationssicherheit hat halt nun als Ziel den Schutz dieser Assets. Und zwar in Bezug üblicherweise auf die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Das heißt, diese drei Schutzziele beschreiben quasi einen rundumfassenden Schutz sozusagen für ein Asset. Das heißt, Vertraulichkeit ist dann gewährleistet, wenn keine unautorisierte Person irgendwie Zugriff auf das Asset hat. Also niemand, keine unautorisierte Person kann auf beispielsweise irgendwelche personenbezogenen Daten zugreifen oder kann auf irgendwelche Anwendungen zugreifen. Die Integrität ist dann gewährleistet, wenn keine unautorisierte Person Daten verändern kann. Das heißt also beispielsweise im medizinischen Sektor ist es ja auch sehr wichtig, dass irgendwelche Krankheitsdaten nicht verändert werden, um die korrekte Behandlung auch sicherzustellen.
Dementsprechend ist die Integrität dann ist dann gefährdet, wenn halt unautorisierte Personen Zugriff darauf haben und diese verändern können. Und die Verfügbarkeit ist dann gewährleistet, wenn die Assets zu einem entsprechenden gegebenen Zeitpunkt, wo sie benötigt werden, als einfach verfügbar sind. Also man kann auf beispielsweise die Webseite kann man zugreifen, man kann auf eine entsprechende Datenbank zugreifen und wird nicht durch irgendwelche Angriffe gestört. So, damit sollte jetzt der Begriff Informationssicherheitsmanagementsystem sollte nun soweit klar sein. Gehen wir mal ein bisschen auf die Inhalte der ISO 27001 ein. Also die ISO 27001 fordert verschiedene Dinge. Sie fordert zum einen die Dokumentation. Das heißt, es muss beispielsweise ein Asset-Register geben, also sprich eine Datenbank oder eine Liste, wo alle möglichen Assets aufgelistet sind. Es müssen Fähigkeiten und Awareness existent sein und etabliert werden. Also die Leute, die in bestimmten Rollen sind, müssen auch fähig sein, diese auszuüben. Und Awareness bedeutet, dass auch quasi jeder x-beliebige Mitarbeiter ein gewisses Bewusstsein für Informationssicherheit hat und nicht auf jede Phishing-E-Mail klickt. Es werden natürlich ESMS-Prozesse gefordert. Das sind Prozesse Richtung Asset Management, Richtung Risikomanagement, wo wir noch später zukommen werden, oder auch Richtung Incident Management. Das heißt also die Behandlung von Informationssicherheitsvorfällen. Also wenn es mal irgendwann, ich sag mal, gekracht hat sozusagen, es gab irgendwann einen Vorfall, wie wird damit umgegangen? Lieferantenbeziehungen sind auch sehr wichtig, dass also beispielsweise an Dienstleister auch Anforderungen weitergegeben werden Richtung Informationssicherheit, weil normalerweise bearbeiten die Dienstleister auch irgendwelche Daten eines Unternehmens und das Unternehmen kann so sicher sein, wie es nur will, wenn der Dienstleister zig Lücken auf ihren Servern hat. Interne Audits natürlich. Sie wollen ja das Ganze soll ja auch regelmäßig und gut systematisch überprüft werden. Performance Monitoring und KPIs, also quasi wie misst man die Qualität eines ISMS? Also wie kann man feststellen, ob das ISMS auch gut funktioniert? Dann ein sehr zentraler Baustein ist Risikomanagement. Also wie geht man mit Risiken um? Wie identifiziert man diese? Wie analysiert man diese? Was wählt man für Behandlungen aus? Diese ganzen Schritte. Das ist einer der zentralsten Bausteine, des ISMS. Dann natürlich Rollen und Verantwortlichkeiten. Das heißt also, es sollte ein Informationssicherheitsbeauftragter etabliert werden. Es sollte ein Top-Management geben, das an das berichtet wird und das den Informationssicherheitsbeauftragten entsprechend steuert. Es sollte auch eventuell irgendwelche Manager geben, die etwas zentralere Rollen in den einzelnen Fachbereichen annehmen und die sich dann in dem jeweiligen Fachbereich um Informationssicherheit kümmern. Leitlinien und Richtlinien natürlich. Das heißt also, es sollte eine übergeordnete Leitlinie Richtung IT und IT-Sicherheit und Informationssicherheit im Allgemeinen geben, allerdings dann auch konkretisierende Richtlinien zu sehr speziellen Themen. Auch dazu kommen wir später noch. Und natürlich auch sehr wichtig, das Führungsverhalten und die Verpflichtung. Die Mitarbeiter würden niemals, ich sag mal, würden niemals die Informationssicherheit leben, wenn quasi ihre Chefs das Ganze nicht tun, wenn die oberste Etage das Ganze nicht lebt und ihnen quasi zeigt, wie man es richtig macht, dann bringt die beste Schulung nichts. Die ISO 27001 besteht vor allen Dingen, also sie besteht aus quasi zwei Teilen. Das einmal sind einmal die Hauptkapitel, darin werden im Großen und Ganzen diese Themen abgearbeitet und es gibt den Annex. Darin sind quasi Best Practices zu diversen Themen nochmal genauer erläutert. Das sind Themen wie Zugangskontrolle, Kryptographie, Betriebssicherheit, physische Sicherheit, Softwareentwicklung. Also quasi so im Großen und Ganzen alle Dinge, die es normalerweise in einem sehr typischen Unternehmen gibt. Die Hauptkapitel sind nach dem sogenannten Plan, Do, Check, Act.
Modell quasi aufgebaut. Das heißt also, es gibt am Anfang den Planbereich. Das heißt also, man plant das ganze ISMS, man setzt die Dokumente auf, man schult die Mitarbeiter, man etabliert eine Methodik für das Risikomanagement, quasi alles das Vorbereitende. Anschließend folgt das Do, also das Umsetzen der ISMS-Prozesse, in dem Fall die Umsetzung des Risikomanagements, die Umsetzung irgendwelcher Maßnahmen zur Sicherung der Systeme. Anschließend folgt dann das Check, also die Überprüfung des Ganzen. Das heißt also, man schaut sich an, hat das ISMS auch seine Ziele erreicht? Das macht man mit dem sogenannten Security Monitoring oder auch KPIs. Auch dazu kommen wir später noch. Und am Ende das Act, das heißt also, das Agieren auf die Ergebnisse des Checkbereichs. Das heißt also, man hat jetzt die Ergebnisse dieses Monitorings erhalten. Wie agiert man, um jetzt das ISMS auch fortführend zu verbessern? So, beginnen wir also mit dem quasi mit dem Anfang. Das heißt also mit der Frage, wo sollte mein ISMS anfangen und wo sollte es aufhören? Also quasi der Geltungsbereich oder auch auf Englisch Scope genannt. Was man zuerst tun sollte, ist die natürlich ganz am Anfang ist die Identifizierung der Assets. Das heißt, man sollte relevante Geschäftsbereiche identifizieren. Man sollte quasi alles identifizieren, was einem wichtig ist und was notwendig ist, um den Geschäftszweck zu erfüllen. Also Prozesse, Anwendungen, Hardware, alles quasi, was der zentrale Bereich ist. Dazu kommt eine Anforderungsanalyse, in der dann die Schnittstellen analysiert werden. Das heißt also, gibt es irgendwelche Dienstleister, gibt es Provider, gibt es, wenn man jetzt die Grenzen des ISMS betrachtet, quasi gibt es dann auch andere Abteilungen, die dann dort rausfallen würden. Und daraus folgt dann quasi, oder das zusammen ist dann die sogenannte Umfeldanalyse. Das heißt, man baut ein ISMS innerhalb eines bestimmten Bereichs auf, kann aber nicht alles, was drumherum ist, ignorieren. Also angenommen, man hat jetzt einen Betrieb und man hat jetzt die Prozesse in bestimmten Abteilungen aufgebaut, lässt aber beispielsweise den HR erstmal außen vor, aufgrund von, vielleicht sind dort die Prozesse noch nicht so etabliert oder vielleicht wird er gerade umstrukturiert oder vielleicht ist es auch zu aufwendig, die HR-Abteilung mit einzubeziehen. Dann kann man die HR-Abteilung nicht einfach komplett außen vor lassen, weil sie gehört ja immer noch zum Unternehmen. Das heißt also, in diesem Fall würden ja Bewerbungen oder diverse Prozesse ja trotzdem Schnittstellen zu dem HR haben. Und das Ganze löst man normalerweise mit sogenannten Schnittstellenvereinbarungen. Das heißt also, man übergibt den Schnittstellen im Unternehmen entsprechende Anforderungen, die sie auch erfüllen müssen, die dann allerdings etwas abgespeckter sind. Das heißt also, es sind vielleicht nicht die schärfsten Anforderungen, wie innerhalb des ISMS, sondern halt nur etwas abgeschwächte. Und auch die Überprüfung dieser Schnittstellen findet natürlich dann eher in etwas kleinerem Rahmen statt als das interne Audit innerhalb des ISMS. Und ebenso wie man quasi mit internen Schnittstellen umgeht, wie anderen Fachbereichen, die jetzt außen vor gelassen werden, so sollte man auch entsprechend mit Dienstleistern umgehen und den Dienstleistern entsprechend ebenfalls Anforderungen Richtung Informationssicherheit weitergeben und auch gegebenenfalls auditieren. So, zu jedem Managementsystem gehört ein Management, in dem Fall wird es hier das sogenannte Top-Management genannt. Dieses Top-Management muss nicht identisch sein mit dem Management innerhalb des Unternehmens, gerade dann, wenn der Scope quasi geringer ist. Das heißt, also, wenn der Scope das gesamte Unternehmen umfasst, dann ist es normalerweise üblich, dass auch das Top-Management des ISMS ist. Wenn es aber nur kleiner ist, kann es sein, dass die Personen halt entsprechend andere sind.
Das Top-Management hat entsprechend Aufgaben, wie sie gibt die Sicherheitspolitik vor. Sie gibt es gibt die Ziele vor, was das ISMS erreichen soll. Das Top-Management weist Verantwortlichkeiten zu. Das heißt, sie weisen zu, was den Datenschutzbeauftragten angeht, was den Informationssicherheitsbeauftragten angeht. Sie sollten normalerweise eine Gewährleistung der ganzheitlichen Integration in das gesamte Unternehmen gewährleisten. Das heißt also, das ISMS und die ganzen Prozesse sollten sich nahtlos in die bereits bestehenden Prozesse einfügen und sollten diese jetzt nicht irgendwie, sollten nicht einfach on top drauf kommen oder diese gar behindern. Das Management sollte auch in der Lage sein, finanzielle und personelle Ressourcen bereitzustellen, weil ansonsten, also dass das ein ISMS quasi ohne Personen, die auch sich wirklich darum kümmern, um die Pflege, um die Wartung, um die Etablierung dieser Prozesse und das Abarbeiten von Aufgaben der ISMS-Prozesse, das kann natürlich nicht funktionieren. Natürlich sollte auch die kontinuierliche Verbesserung gefördert werden. Und nicht zuletzt stellt das Top-Management auch eine gewisse Vorbildfunktion an die Mitarbeiter dar. Das heißt also, sie sollten quasi, was die Informationssicherheit angeht, sollten sie quasi als Vorbild fungieren, um die Informationssicherheit, dort voranzutreiben. Genau. Das Top-Management, wie also quasi genannt, die haben die Verantwortung und sie delegieren das Ganze normalerweise an den, wie eben schon genannt, den Informationssicherheitsbeauftragten. Der auch auf Englisch genannt Information Security Officer, wird auch in vielen Unternehmen so beibehalten. Das ist dann einfach der ISO. Das ist quasi der zentrale Ansprechpartner für Informationssicherheit. Der koordiniert die Umsetzung von Aufgaben und berichtet dabei an das Top-Management. Und der ISO delegiert das Ganze an den Fachbereich beziehungsweise schafft einen gewissen Rahmen dafür, dass auch die Informationssicherheit innerhalb des Fachbereichs etabliert wird, indem er beispielsweise auch dort entsprechende Personen zu, was weiß ich, beispielsweise Informationssicherheitsmanager ernennt, die dann halt in den jeweiligen Gruppen das Ganze etablieren und den ISO dabei unterstützen. Das Fachbereich berichtet entsprechend an den ISO und der ISO entsprechend an das Top-Management. Je nach Größe des Unternehmens oder auch Größe des ISMS ist es auch durchaus sinnvoll, wenn man vielleicht noch dazwischen mehr Ebenen schaltet. Das heißt also, es ist auch üblich, dass gerade bei größeren Unternehmen es dort einen CISO gibt, also einen Chief Information Security Officer, der dann wiederum mehrere ISOs unter sich hat. Quasi eine Art Pyramidensystem. So, neben dem Management gibt es natürlich noch weitere Dinge, die unterstützend in einem ISMS existieren sollten. Ein sehr zentraler Punkt auch ist die Awareness. Es ist unglaublich wichtig, dass jeder Mitarbeiter innerhalb des ISMS, innerhalb des Geltungsbereiches geschult, wird. Da auch heutzutage es oftmals so ist, dass der Mensch halt der schwächste Faktor, in der Kette der Elemente ist sozusagen, weil viele Angriphe beginnen immer noch mit einer Phishing-E-Mail. Dabei geht man so vor, dass man zuerst die geeignete Methodik zur Wissensvermittlung auswählt und festlegt. Das heißt also, je nach Gruppe, je nach Personenkreis ist es vielleicht besser, ein Web-based Training, also ein WBT, zu organisieren. Das heißt also, die Mitarbeiter klicken sich online durch irgendwelche Folien und machen am Ende ein Quiz. Möglicherweise ist aber auch eine Präsentation der geeignete Punkt oder diverse andere Schulungsarten, die man sich quasi vorstellen kann. Das kommt halt auf die Zielgruppe an und natürlich auf den entsprechenden Aufwand, der dahinter ist. Entsprechend müssen natürlich Zielgruppen bzw. Wissensgruppen gebildet werden. Das heißt, man kann sich natürlich jetzt irgendwie an den Abteilungen entlanghangeln und sagen, dass die bestimmte Abteilungen bestimmte Schulungen bekommen. Man kann aber auch sagen, dass man sagt, bestimmte Positionen erhalten eine bestimmte Schulung. Und natürlich müssen die Themengebiete festgelegt werden. Das heißt also, jeder
die Endnutzer, wie sie auch genannt werden, also quasi der x-beliebige Mitarbeiter, muss jetzt nicht unbedingt wissen, wie jetzt Informationssicherheitsvorfälle tatsächlich bearbeitet werden. Das wäre dann Aufgabe des Teams innerhalb des ISOs. Und entsprechend dem müssen halt die Themengebiete so festgelegt werden, dass jeder Mitarbeiter für sich auch nur die notwendigen Sachen mitnehmen kann. Ebenfalls wichtig ist die sogenannte Dokumentenlenkung. Die Dokumentenlenkung dient quasi als Regelung von Vorgehensweisen für die Identifizierung, Erstellung, Pflege, Überprüfung und Freigabe der Dokumente des Unternehmens. Das heißt also nichts anderes, dass mithilfe der Dokumentenlenkung als allererstes natürlich die notwendigen Dokumente identifiziert werden müssen. Das heißt also neben denen, die die ISO-Norm vorgibt, natürlich gibt es vielleicht auch weitere, die bereits im Unternehmen etabliert sind, irgendwelche Richt- und Leitlinien. In der Dokumentenlenkung sollte auch festgelegt werden, wie ein Dokument erstellt wird. Das heißt also, welche Informationen sollten sich darin befinden. Zum Beispiel neben dem Autor oder Historie, wer zuletzt das Dokument bearbeitet hat, sollte auch im Dokument quasi die Sicherheitseinstufung feststehen. Das heißt also, handelt es sich um ein öffentliches Dokument? Ist es intern oder ist es sogar vertraulich? Es sollte festgelegt werden, wie diese Dokumente gepflegt werden. Das heißt also, wie oft werden die Dokumente von wem überarbeitet? Auch natürlich entsprechend die Überprüfung. Das heißt also, wer, bevor ein solches Dokument veröffentlicht wird, wer ist quasi dafür verantwortlich, um noch einmal am Ende eine entsprechende Qualitätssicherung zu machen? Also muss das Ganze nochmal über die ISO gehen oder muss bei sehr wichtigen Dokumenten muss vielleicht das Top-Management einmal drüber schauen oder reicht es vielleicht, wenn nur der Vorgesetzte drüber schaut? Und das Gleiche gilt bei der Freigabe. Das heißt, wenn es irgendwelche intern in den Fachbereich geltenden Richtlinien sind, reicht es, wenn es dort freigegeben wird oder wenn es etwas Übergreifendes ist, muss es vielleicht das Top-Management freigeben. All diese Regeln müssen quasi niedergeschrieben und festgelegt werden. Es gibt auch eine relativ typische ISMS-Dokumentation. Dabei ist das Ganze sozusagen pyramidenförmig aufgebaut. Das heißt also, man hat oben eine sehr allgemeine Leitlinie, in der sind allgemeine Sicherheitsziele benannt, kann Richtung Informationssicherheit sein, kann aber auch Sicherheit im Allgemeinen bedeuten. Das heißt also, man könnte durchaus, je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, auch die Punkte Richtung Safety dort unterbringen. Kommt halt sehr auf das Unternehmen an und auch durchaus auf die bereits etablierten Dokumente. Darunter folgen dann allgemeine Sicherheitskonzeptionen, das heißt also irgendwelche etwas allgemeineren Richtlinien, die dann bestimmte Maßnahmen schon beschreiben. Da kann es dann beispielsweise mehrere geben, es kann aber auch eine größere geben, die das Ganze ein bisschen allgemeiner behandelt. Und an der untersten Ebene gibt es üblicherweise sehr detaillierte Regelungen. Das heißt, dann gibt es in den meisten Fällen gibt es dann Policies für Kryptographie, für Asset Management, eine Policy für die sichere Softwareentwicklung und so weiter. Also quasi sehr konkrete Arbeitsanweisungen oder Richtlinien, die genau zu einem bestimmten Zweck quasi existieren. Je weiter runter man geht, desto detaillierter werden natürlich die Regelungen und desto mehr gibt es natürlich entsprechend davon. So, während das Ganze jetzt natürlich sehr unterstützend ist für ein ISMS und auch natürlich notwendig für ein ISMS nach der ISO 27001, ist das Risikomanagement quasi der zentrale Punkt in einem Informationssicherheitsmanagementsystems. Also das Ganze besteht normalerweise aus drei Faktoren. Zum einen gibt es einmal die Assets, also irgendwelche Werte in Ihrem Unternehmen, Anwendungen, Informationen, Prozesse, die Sie schützen möchten. Dann gibt es entsprechende Bedrohungen, die allgegenwärtig sind und die möglicherweise auf diese Assets einwirken. Und es gibt Schwachstellen, die Ihre Assets haben und die durch die Bedrohungen ausgenutzt werden. Und quasi der Schnittpunkt dieser drei Punkte ist das sogenannte Risiko. Normalerweise hat jedes größere oder auch mittelständige Unternehmen ein entsprechendes Enterprise Risk Management, also ein unternehmensweites Risikomanagement, was sich um Risiken
allgegenwärtig quasi kümmert, also nicht nur auf Informationssicherheit beschränkt. Es empfiehlt sich natürlich je nach Art dieses Risikomanagements, das Informationssicherheitsrisikomanagement dort zu etablieren. Der Prozess sieht normalerweise so aus. Man beginnt erstmal mit der Definition einer solchen Methodik. Das heißt also, möchte man von den Bedrohungen herankommen, möchte man pro Asset bestimmte Bedrohungen identifizieren, möchte man lieber von den eigenen Richtlinien hergehen und dort quasi die einzelnen Punkte abarbeiten, ob die Maßnahmen umgesetzt wurden. Das kommt sehr auf das Unternehmen an und kann sehr, sehr vielfältig sein. Als nächster Punkt folgt dann die Risikoidentifikation. Das ist üblicherweise werden dabei Interviews mit unterschiedlichen Abteilungsleitern oder Asset-Ownern geführt, um diese Risiken zu identifizieren. Das heißt also, angenommen, man geht jetzt man entlang, hangelt sich den Bedrohungen entlang, geht man quasi hin, man hat jetzt irgendeinen Asset-Owner, der ist beispielsweise verantwortlich für eine Applikation und geht mit ihm die Bedrohungen durch, um zu schauen, ob diese Bedrohungen für dieses Asset relevant sind. Nachdem das Risiko identifiziert wurde, folgt die Risikobewertung. Das wird normalerweise mit den gleichen Personen gemacht. Dort möchte man ja herausfinden, wie groß ist das Risiko. Das heißt also, wie schlimm ist das, wenn man so möchte. Das macht man üblicherweise, man muss es nicht machen, aber üblicherweise ist es so, dass man dabei den Schaden und die Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. Das heißt also, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Bedrohung oder eine bestimmte Schwachstelle in einer Applikation angreift und ausnutzt und welcher Schaden kann dabei bestehen. Und als Ergebnis erhält man dann entsprechend einen Risikowert, der auch dazu verwendet werden kann, um die Risiken zu priorisieren. Anschließend folgt die Risikobehandlung. Auch das kann mit den Asset-Ownern passieren. Das sollte aber üblicherweise nur dann der Fall sein, wenn es auch gleichzeitig die sogenannten Risk-Owner sind. Das heißt also, es sollten die Personen sein, die in der Lage sind, ein Risiko zu tragen. Das heißt also, die in der Lage sind, Geld bereitzustellen, um Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko in irgendeiner Weise ja, zu behandeln. Es gibt normalerweise vier Behandlungsmethoden. Die erste ist, man akzeptiert das Risiko. Das heißt, man sagt irgendwie, der Schaden ist so gering oder es ist so unwahrscheinlich, dass es passiert. Wir werden da keinerlei Maßnahmen ergreifen, um das Risiko zu senken, weil der Aufwand und die Kosten einfach hier zu hoch sind. Es gibt die Möglichkeit, das Risiko zu vermeiden. Das heißt also, man ergreift irgendwelche Maßnahmen, die dann dafür sorgen, dass das Risiko anschließend quasi nicht mehr existent ist. Es gibt die Möglichkeit, das Risiko zu verringern. Das heißt also, man ergreift Maßnahmen, die zwar den Risikowert verringern, es aber nicht ganz auf Null schaffen. Quasi so ein bisschen ein Kompromiss zwischen Akzeptanz und Vermeidung. Und es gibt auch die Möglichkeit, ein Risiko zu transferieren. Das heißt also, man hat jetzt irgendeine Applikation. Das Risiko ist da sehr hoch, weil da sehr wichtige Daten drin liegen. Und das ist eine sehr problematische Applikation, dass man sagt, okay, wir lagern das beispielsweise an einen Dienstleister aus. Dann müssen wir das Risiko nicht mehr tragen, aber der Dienstleister muss sich entsprechend darum kümmern und muss dafür sorgen, dass diese Applikation sicher wird, beziehungsweise muss entsprechende Maßnahmen einleiten. Gemäß der Methodik, die vorher festgelegt wurde, springt dabei dann eine sogenannte Restrisikoerklärung raus. In der steht dann quasi drin, was ist das nach der, also in der steht normalerweise drin, üblicherweise das Netto- und das Bruttorisiko. Bruttorisiko ist üblicherweise das Risiko ohne die Maßnahmen und das Nettorisiko quasi, wenn man die Maßnahmen dort mit einberechnet. Ebenso kann man auch daraus einen Risk-Treatment-Plan formen. Das heißt also, man hat einen Plan, welche Maßnahmen in welchem Zeitraum von welcher Person umgesetzt werden müssen. Und nachdem jetzt eine gewisse Zeitspanne vergangen ist, beispielsweise ein Jahr, man gibt dem Risiko-Owner und dem Asset-Owner ein Jahr Zeit, um diese Maßnahmen umzusetzen, dann schaut man
nach einem Jahr noch einmal drauf, schaut nach, was wurde davon umgesetzt und wie effektiv ist das Ganze. Das heißt, haben die Maßnahmen das gebracht, das Risiko zu senken, und daraus folgt dann entsprechend eine erneute Risikobewertung. So, also wie gesagt, das Risikomanagement ist quasi die zentrale Einheit innerhalb eines ISMS, weil es ist unglaublich wichtig für die eigenen Assets, also für die Prozesse, Anwendungen, was auch immer, was sehr, sehr wichtig ist für das Unternehmen, die Risiken zu kennen, die Problematiken, die Schwachstellen und Bedrohungen zu kennen, um entsprechend mit entsprechenden Maßnahmen darauf zu reagieren. So, jetzt haben Sie das ISMS etabliert, Sie haben es jetzt durchgeführt, Sie haben Risikomanagement betrieben. Jetzt wollen Sie natürlich auch wissen, hat das denn alles etwas gebracht? Also brauchen Sie bestimmte Methodiken, um ein ISMS zu überwachen. Da gibt es verschiedene Werkzeuge dazu. Das eine ist einmal ein Kennzahlensystem. Das heißt, Sie messen das Ganze mit sogenannten KPIs, mit sogenannten Key Performance Indicators. Sie führen interne Audits durch. Das heißt also, es kann sein, Sie lassen das Ganze durch eine unabhängige Partei auditieren. Die kann sowohl extern sein als auch intern, sollte aber idealerweise nicht aus dem Kreise des ISO sein, weil wenn man sich selber bewertet, ist das halt etwas witzlos. Und auch ein weiteres Werkzeug ist das sogenannte Management Review. Das heißt also, die oberste Leitung überprüft die Wirksamkeit des ISMS und kann dann daraus heraus weitere Gelder freigeben oder Ressourcen zur Verfügung stellen. Genau, also wie eben schon genannt, es gibt einmal die Key Performance Indicators, die sollen den Reifegrad des ISMS widerspiegeln, sollen aber der Aufwand muss allerdings für die Erhebung angemessen sein. Das heißt, wenn Sie beispielsweise irgendwelche Informationen herausfinden wollen, zum Beispiel wurden die Mitarbeiter im Unternehmen geschult. Sie müssen aber dazu jetzt jeden Abteilungsleiter anschreiben und der muss manuell bei jedem Person nachfragen, ob er das entsprechende Webinar gemacht hat, dann ist der Aufwand hier relativ groß. Das heißt, hier empfiehlt es sich, ein entsprechendes Register anzulegen oder eine entsprechende Plattform, aus der man dann herauslesen kann, welche Person zu welchem Zeitpunkt dieses Webinar durchgeführt hat. Nur jetzt als Beispiel. KPIs sollten in das Unternehmen integrierbar sein und sie sollten idealerweise smart sein. Smart ist eine Abkürzung und steht hierbei für Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented und Time-Bound. Das heißt also, sie sollten spezifisch sein, sollten sich also auf einen ganz bestimmten Aspekt konzentrieren. Sie sollten messbar sein. Das heißt also, man sollte in der Lage sein, einen quantitativen Wert dort herauszulesen. Sie sollten erreichbar sein, weil Sie wollen sich ja nicht irgendwelche Ziele setzen, die Sie sowieso nie erreichen. Das ist dann frustrierend. Ergebnisorientiert sollten Sie sein. Das heißt also, Ihr Ziel sollte nicht sein, dass dieser KPI grün wird. Also es sollte natürlich sein, dass dieser KPI grün wird. Allerdings sollte das Ziel sein, das ISMS zu verbessern, nicht nur des KPIs wegen. Das heißt also, sollte das nicht die Ergebnisse des KPIs verbessern, sollte sich auch gleichzeitig das ISMS verbessern. Und sie sollten zeitlich gebunden sein. Das heißt also, ein KPI sollte das Ganze über einen gewissen Zeitraum messen. Es gibt sowohl technische als auch organisatorische KPIs. Das heißt also, man kann organisatorische wäre das Beispiel jetzt wie die Anzahl der Mitarbeiter, die geschult wurden. Technisch wäre beispielsweise Anzahl gefundener Viren auf den PCs als Beispiel. Es sollte natürlich eine aussagekräftige Datenbasis vorliegen, weil ansonsten sind diese KPIs nichtssagend und bringen halt einfach nichts. Und es sollten konkrete Maßnahmen abgeleitet werden können.
Das heißt, wenn Sie jetzt feststellen, dass dieses KPI nicht erfüllt wurde oder sehr schlecht ist, sollten Sie klare Maßnahmen daraus ableiten, die anschließend zur Verbesserung des KPIs beitragen und dementsprechend auch zur Verbesserung des ESMS. So, die zweite Möglichkeit zur Bewertung waren interne Audits. Da gibt es zum einen die Möglichkeit der Auditierung der übergeordneten Prozesse. Das heißt also Risikoanalyse, Risikobehandlung, quasi wirklich so das Zentrale, was das ESMS ausmacht. Es gibt aber ebenso die Möglichkeit, die ESMS-Prozesse oder auch unterstützende Prozesse zu auditieren. Das heißt Change Management, irgendein Supplier- oder Provider-Management. Wurden dort beispielsweise die Anforderungen Richtung Informationssicherheit, wurden diese weitergegeben? Und was Sie natürlich auch tun können, wenn es denn der Provider zulässt, die Auditierung bei Dienstleistern. Das heißt also, wenn Sie von Ihren Dienstleistern verlangen, dass diese ein entsprechendes ISMS haben oder dass diese bestimmte Anforderung der Informationssicherheit umsetzen, können Sie natürlich auch die Möglichkeit haben, diese zu auditieren, sofern das in den Verträgen steht und wie gesagt, sofern Sie das zulassen. Und die dritte Möglichkeit ist das sogenannte Management Review. Das heißt also, das Management wird quasi in den Prozess der Informationssicherheit wird involviert und kann, wie schon eben genannt, sehr essentielle Entscheidungen treffen. Beispielsweise Budgetentscheidungen, Ressourcenentscheidungen. Sie können sich das ESMS anschauen und wenn Sie feststellen, dass irgendwo Dinge benötigt werden, können Sie entsprechend, sage ich mal, Gelder freigeben. Sie sind auch natürlich in der Lage, das Management für die Themen der Informationssicherheit zu sensibilisieren und haben die Möglichkeit, Feedback vom Management zu bekommen. Das Ganze sollte idealerweise dokumentiert werden, denn auch die ISO-Norm verlangt quasi zumindest jährlich die Durchführung eines solchen Management-Reviews. So, Sie haben jetzt das Ganze, das ESMS gemessen, haben festgestellt, okay, das lief gut, das lief etwas weniger gut. Daraus muss natürlich auch entsprechend etwas folgen, denn Sie wollen ja auch, dass sich das ESMS kontinuierlich verbessert. Und dafür gibt es den sogenannten KVP, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Das heißt also, Sie haben irgendeinen Ist-Zustand, Sie analysieren den mit den eben genannten Mitteln und können entsprechend steuernd eingreifen. Das ist also quasi ein Prozess, der muss sich jetzt nicht auf ein ESMS beziehen, sondern kann sich grundsätzlich ja auf alles beziehen. Als Input können Sie natürlich neben den KPIs die Ergebnisse der Audits nehmen, der Management Reviews oder aber auch die Ergebnisse der Risk Assessments. Das heißt also, Sie können ja auch, wenn das Ganze nach einem Jahr überprüft wurde, um zu schauen, wurden die Maßnahmen umgesetzt oder wurden sie nicht umgesetzt, wie sehr haben sich die Risiken verbessert. Auch das kann man natürlich verwenden, um das ESMS zu verbessern. Als Output kommen natürlich heraus Abweichungen, das heißt also, wo hat es halt noch nicht geklappt. Auch der Grad der Abweichung ist sehr wichtig, das heißt, wie schlimm ist es jetzt, sage ich mal sehr platt ausgedrückt, idealerweise auch die Ursache. Das heißt also, wenn jetzt beispielsweise herauskommt, die Mitarbeiter werden nicht geschult, sollten sie natürlich dem Kern sozusagen auf die Spur gehen, um zu schauen, liegt es daran, dass die Abteilungsleiter dem nicht hinterher waren? Liegt es daran, dass das Webinar nicht funktioniert hat? Und daraus folgend entsprechen dann die notwendigen Korrekturmaßnahmen. So, das war jetzt ein quasi sehr schneller Ritt durch die ISO 27001. Nochmal zusammengefasst, also wir beginnen, üblicherweise beginnt es damit, dass man den Geltungsbereich des ESMS festlegt. Das heißt also, man legt die Grenzen des ESMS fest, man etabliert die Verantwortung des Managements, das ernennt üblicherweise einen ISO und einen Datenschutzbeauftragten idealerweise noch dazu. Es müssen notwendige Dokumentationen angefertigt werden. Das heißt also, es sollten Richtlinien existent sein, es sollte eine Leitlinie existent sein. Die Risikomanagement-Methodik sollte angewendet und durchgeführt werden.
Das ESMS sollte auf jeden Fall bewertet werden, beispielsweise mit Hilfe von KPIs und internen Audits. Und auch die kontinuierliche Verbesserung sollte etabliert werden. So, damit wäre ich bereits am Ende dieses Webinars. Das Ganze war natürlich jetzt sehr schnell und sehr grob quasi zusammengefasst. Aber es ist halt ein sehr, sehr komplexes Thema und ich habe versucht, sozusagen das Ganze auf eine knappe, gut, sagen wir, Dreiviertelstunde zusammenzufassen. Bedanke mich schon mal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es irgendwelche Fragen? Okay. Falls noch später Fragen kommen, Sie können mich jederzeit erreichen. Meine E-Mail-Adresse ist maximilian.moeller@usd.de. Sie bekommen die Folien auch morgen zugeschickt. Das heißt, sollten Ihnen nochmal im Nachhinein irgendwelche Fragen klar werden oder Sie sonst Interesse quasi an diesem Thema haben, können Sie mich jederzeit erreichen. Wenn Sie grundsätzlich Interesse an solchen Webinars haben, kann ich Ihnen das nächste Woche ans Herz legen. Dort findet das Webinar PCI DSS Scoping in der AWS Cloud statt. Das heißt, dort bekommen Sie Hinweise und Tipps, auf was Sie beim Aufbau Ihrer PCI DSS Umgebung in der AWS achten sollen. Wenn Sie auch weiterhin zukünftig kein Webinar mehr verpassen wollen, können Sie sich auf www.usd.de registrieren. Und können sich dort für den Newsletter anmelden und bekommen dann regelmäßig Informationen darüber, wenn es neue Webinare gibt. So, gibt es noch Fragen? Empfehlenswerte weitere Quellen dazu. Na, zum allerersten Mal die ISO-Norm ist sehr hilfreich. Die ist natürlich nicht kostenlos verfügbar. Was auch hilft auf den Seiten des BSI, sind ebenfalls zum Teil Schritte zur Etablierung eines ISMS aufgelistet. Das BSI hat das Ganze deutlich konkretisiert und es ist ein bisschen starrer bei denen, aber auch dort kann man sich über so etwas informieren. Ist ein ISMS für kleinere Unternehmen sinnvoll? Das kommt ganz darauf an. Also, wenn man jetzt sagt, ein kleineres Unternehmen von ein paar Dutzend Mitarbeitern oder vielleicht auch nur auf 100 bis 200, es kommt ein bisschen darauf an, auf das Unternehmen. Es kommt auf den Geschäftszweck an und es kommt auch darauf an, ob man quasi als Ziel hat, sich nach der ISO 27001 zu zertifizieren. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass man sagt, wenn man nicht als Ziel die Zertifizierung hat, dass man in gewissen Punkten von der Norm abweicht. Das heißt also, man kann bestimmte Dinge nicht so ausführlich oder nicht so streng machen und ist dadurch natürlich ein bisschen flexibler. Aber grundsätzlich ist ein ESMS für alle Unternehmen sinnvoll. Gut, dann nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hat mich gefreut, dass Sie alle zugehört haben und noch einen schönen Nachmittag.